gibt Momente, wo man das gut hören kann und nicht so gut hören kann. Ich finde zum Beispiel gut, dass man das auf Konzerten gut hören kann, unsere Musik. Dann finde ich es gut, dass man das beim Autofahren gut hören kann. Richtig. Beim Joggen kann man das gut hören. Das ist energetic Music. Und beim Kochen, ja, kann man machen. Ja, bitte. Also ich finde ja, dass man auch die, wir brechen ja generell gern Formen auf. Und eigentlich könnte man, wenn man nicht so gefangen wäre in der Kultur, so wie es sind, auch bei Beerdigungen zum Beispiel den Song Die Oma, ich hab Handtasche, würde vielleicht mal ein bisschen Schwung in die Veranstaltung bringen. Ich finde auch. Weil derjenige, der tot ist, dem geht es ja eigentlich nicht schlecht. Und in anderen Kulturen wird das ja auch gefeiert eigentlich. Aber bei uns ist immer so... Also wir haben ja auch schon mal jemanden unter die Erde gebracht quasi. Bei uns in der Band ist ja unser Produzent und langjähriger Freund auch gestorben. Mhm. Und da lief in der Kirche lief da auch Musik von uns. Und das war ein ganz, wirklich ein sehr bewegender Moment. Mhm. Das war wirklich, da konnte ich mir eine Träne auch nicht verdrücken. Und das sind Momente, über die wir auch gerne sprechen, was vielleicht auch gar nicht erstmal so wirkt, als ob dass wir einfach nur diese Partyknaller sind. Aber wir nehmen uns auch ernste Themen zu Herzen und die reflektieren wir auch mit unserer Musik. Also das wollen wir auch gar nicht ausschließen, wirklich mit unserer Musik. Ich hätte gerne einen Sex on the Beach, hätte ich gerne. Viele Leute interpretieren uns immer als die hedonistische Partyband, aber wir sind auch subtile Typen. Wir sind auch Typen, die wirklich auch zwischen den Zeilen Dinge ausdrücken wollen, die vielleicht der ein oder andere nicht versteht, aber der andere dann vielleicht auch sagt, ja, die verstehe ich auch so, nicht nur als ein Partytyp. So. Wir haben uns dazu sagen, ich unterbreche ihn immer die ganze Zeit, deswegen haben wir es jetzt eingeführt, dass man sich meldet, anstatt irgendwo dazwischen zu bladern. Ich muss sagen, bei der Beerdigung von Sie muss ich sagen, dass ich wirklich, dass es unheimlich viele verschiedene Menschen gibt auf der Welt und dass man auch sensibel sein muss, was man denn jetzt anspricht und wie man das ausdrückt. Und ich denke, wir sprechen sehr viele Themen auch subtil an, wo man weiterdenken kann, aber nicht, wo nicht der Stempel drauf ist. Ich muss auch sagen, dass ich wirklich bei Sevis Beerdigung aus der Kirche ausgetreten bin danach. Ich bin nach Sevis Beerdigung aus der Kirche ausgetreten. Ja, aber Sevi ist nämlich aus der Kirche ausgetreten und der durfte dann nicht. Die Urne durfte nicht in die Kirche. Da ist für mich die Kirche ist für mich gescheitert dann an dem Punkt, weil 200 Leute saßen in der Kirche und haben getrauert. Aber Sevi durfte nicht in der Kirche, das musste draußen bleiben. Deswegen unterscheiden wir uns vielleicht auch von dem einen oder anderen Marilyn Manson-Act oder Marilyn Manson. Den haben wir so ein bisschen auf dem Kicker, diesen Manson. Weil der sich nämlich immer bei Festivals immer einfach in einer Kiste versteckt, bevor er auf die Bühne geht, damit die Leute nicht sehen, wie er durch den Matsch geht und wie jeder andere ist. Aber vielleicht hat er auch, vielleicht will man es auch gar nicht sehen und er hat es geschnallt. Er hat es geschnallt, dass man ihn auch. Ich glaube, er ist auch ein cooler Dude, glaube ich. Also, er maskiert sich auch. Wir haben auch in London schon mal, und wir haben auch schon mal in L.A. uns ein Studio eingemietet. Das auf Barbados alles, waren wir denn? Das ist alles zu high gloss, das ist alles zu viel. Da kannst du dir Cocktails bestellen, du bist am Strand, du bist nur abgelenkt. Warte, wir haben hier richtig, guck mal, ein Produkt geschaffen. Das ist richtig schön. Hier mit Unterschrift drauf. Hier haben wir auch dran gedacht, wenn man die CD rausnimmt, dass hier auch noch so ein Bild ist, dass man hier noch was sehen kann. Siehst du die drei Pyramidenmänner? Ich finde auch, die Leute neigen immer so ein bisschen zu meckern, was so neue Medien betrifft. Ich bin privat, bin ich selber, höre ich mir auch so Streaming-Sachen an. Privat, ja. Höre ich mir auch so Streaming-Sachen an, Spotify oder so, wie die alle heißen. Da kann man auch so 17 Millionen Songs kann man sich da anhören. Riff Raff zum Beispiel. Aber man entdeckt auch Sachen wieder. Ich höre auch wieder ganz neu und gut, also ganz neue Musik. Ich kann auch zum Beispiel Playlisten machen, kann ich das an Leute schicken, an Freunde. Porky hört das dann bei sich zu Hause. Mhm. Und gerade die Playlist, die ich gerade gemacht habe, kannst du dir dann anhören zu Hause. Ja, es ist nicht immer alles schlecht. Natürlich werden wir schon die Richesten aller Richen. Ja, dann kannst du mir hier bringen. Anna. Danke. Und, bitte schön. Dankeschön. Und, was wollen wir sagen? Achso, ist nicht immer alles schlecht. Okay. Ich kenne diesen YouTube-Film, wo so ein Moderator, so ein bisschen so wie Andreas Türk oder so, der dann so einen Lachflash kriegt, weil ein Gast so eine ganz hohe Stimme hat. War das eigentlich ein Fake? Oder? Boah, ich glaube, das war kein Fake. Ich glaube, das war echt. Aber unglaublich. Die Show wird geil. Okay.